Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Ich habe versprochen, dass ich dieses Video auch noch machen werde. Es geht nämlich um mein Kochbuch. Ich besitze leider kein Kindle oder anderen E-Book-Reader, außer mein Laptop oder mein Handy, deswegen einmal auf meinem Mac. Das ist das Titelbild von meinem neuen Buch Back to Basic. Ich weiß, ein bisschen verwirrend vom Titel her, aber ich fand es so genial. Zuerst mein Buch Back to Basic und dann Back to Basic. Denn es geht ja ums Backen und Kochen und viel davon wird im Ofen gemacht und deshalb habe ich es so genannt. Das ist das Inhaltsverzeichnis. Mein Rezeptbuch enthält 33 Rezepte. Hier geht es weiter. Hier ist schon die Einleitung mit einem Bild von mir. Und ihr seht schon das Design. Ich habe darauf geachtet, dass es einfach extrem zu mir passt. Ich bin auf Instagram eher so der dunkle Typ. Ich mag es super gerne, so dieses dunkle, blaue, lilane Color Grading. Da habe ich viel von Patrick lernen dürfen, was die Fotografie betrifft und das Bilderbearbeiten und da meine Farbe zu finden, weil er irgendwann zu mir gesagt hat, guck doch mal, dass es eine Farbe ist. Du magst es doch immer so. Und dann hat er mir Presets erstellt. Übrigens verkauft er auch Presets. Die verlinke ich euch unten. Die sind super schön und ich bin super happy damit, weil ich klicke das einfach auf meine Bilder und fertig ist es bearbeitet. Und da war es mir wichtig, mein Buch auch entsprechend meines Instagram-Kanals zu gestalten, dass ich einen Wiedererkennungswert habe. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich finde das Buch einfach so, es ist so schön geworden. Es war so eine harte Arbeit. Wie ihr seht, ist das Inhaltsverzeichnis etwas länger. Und ich wäre nicht ich, wenn in meinem Kochbuch nicht auch Wissen und Fakten zu finden wäre. Fangen wir erstmal mit den Rezepten an. Und zwar findet ihr in meinem Buch 33 Rezepte, wovon zwei richtig als vegan betitelt sind, die ich auch, wo ich auch darauf geachtet habe, als ich sie gemacht habe, dass sie vegan sind. Es sind aber weitere vegane Rezepte vorhanden und vieles ist wirklich abwandelbar und austauschbar. Vor allem für Vegetarier. Wir haben ein Low-Carb-Brot und ein veganes Low-Carb-Brot und beide sind so lecker und absolut mein Favorit. Und ich muss euch echt sagen, dass ich die noch nirgendwo so gesehen habe. Die habe ich mir selber ausgedacht, so wie alle anderen Rezepte auch. Natürlich findet man immer ähnliche Rezepte oder ähnliches einfach auch woanders. Es gibt so viele mittlerweile, die Low-Carb-Rezepte machen und auf den Markt bringen und so weiter. Ich kann euch aber wirklich von Herzen und mit gutem Gefühl sagen, dass ich mir das alles selbst ausgedacht habe. Und ich habe bei einem Rezept dran geschrieben, von wem ich inspiriert wurde. Ich habe es ein bisschen abgewandelt und ich habe auch die Person gefragt, ob ich das so machen darf. Also alles in Ordnung. Dann haben wir ein Keto-Knuspermüsli, ein Keto-Porridge und mehrere Bulletproof-Coffee-Rezepte. Wie ihr seht, haben wir somit schon vier Rezepte in der Kategorie Frühstück plus die Bulletproof-Rezepte. Und ich finde, das ist echt genug. Und es ist nicht einfach nur Spiegelei mit Speck oder sowas. Es war mir halt super wichtig, weil man braucht immer ein bisschen Abwechslung. Dann war mir ein Kapitel, was ich Beilagen genannt habe, sehr wichtig. Denn ich finde gerade Beilagen ist immer so eine Sache bei Low Carb. Klar, man kann sich immer Salat machen oder Gemüse, aber wie pimpe ich diese Sachen auf? Und ihr wisst ja, dass mein Freund Patrick sowohl Hobbyfotograf als auch Chefkoch ist, was für mich natürlich ein absoluter Bonus ist, denn er hat mir ein paar Tipps gegeben. Ich habe dieses Buch komplett alleine gemacht. Ich habe die Rezepte komplett alleine gemacht, meine Ideen. Es fließt immer was von Patrick mit ein, aber er hätte das Ganze wahrscheinlich noch 100-mal besser gemacht. Aber ich bin so stolz auf mich, denn ich habe so viel von ihm gelernt und so viel angewendet. Das sieht man an den Fotos, da habe ich super viel Komplimente bekommen. Ich habe mir so viel Mühe gegeben, weil die Food Photography war mir so wichtig, denn das Auge isst bekanntlich mit. Und bei den Rezepten habe ich wertvolle Kochtipps von ihm und er hat mir auch bei ein paar Rezepten beim Kochen geholfen, aber er war auch ganz lange nicht bei mir und da musste ich alles alleine machen. Wir haben super leckere Beilagen. Manche sind extrem simpel, aber dennoch so genial und manche sind einfach nur genial. Ich habe schon für die Beilagen, weil es hauptsächlich Gemüsebeilagen sind, so viel positives Feedback bekommen, dass da so viel Inspiration drin steckt und dass es das Ganze so interessant macht und dass wir nicht einfach von einem Beilagensalat sprechen, sondern wirklich von coolen Sachen. Ich zeige euch gleich auch ein paar Fotos, dann bekommt ihr so ein bisschen einen Eindruck. Ach, und im Übrigen haben wir 7 Beilagen. Dann kommen natürlich die Hauptgerichte, die auf gar keinen Fall fehlen dürfen. Davon haben wir 9 in meinem Buch und die sind so lecker. Oh mein Gott, die sind so genial. Ich bin einfach nur glücklich damit. Ich möchte nicht so viel verraten und ich lese euch auch nicht vor, was genau alles drin ist. Es soll auch so einen kleinen Überraschungseffekt haben. Dann haben wir als nächstes 3 Dressings und ein Pesto. Das war mir auch irgendwie wichtig, weil immer wenn ich mir einen Salat mache, dann stehe ich da und denke mir so, und immer das Gleiche. Ich mixe immer das Gleiche zusammen. Das kenne ich auch von meiner besten Freundin und ich habe auch schon Feedback dazu bekommen. Wie gesagt, das Buch ist erst seit einer Woche auf dem Markt und ich habe schon so viel Feedback, dass die Dressings einfach mega sind. Und da muss ich sagen, hat mir Patrick sehr geholfen. Als nächstes finden wir 8 Desserts und die sind
Puh, so gut. Ein Low-Carb-Zitronenkuchen wird nie die Konsistenz haben und so schmecken wie ein richtiger Zitronenkuchen. Es ist einfach industrieller Zucker enthalten und was weiß ich nicht für Chemiebomben. Das haben wir bei einer Low-Carb-Ernährung nicht. Aber jeder, der das schon länger macht, gibt sich völlig mit dem zufrieden, was er da bekommt. Denn er ist mit den Geschmacksnerven ein bisschen sensitiver, reagiert sensitiver auf Süßes und für denjenigen wird das Bombe sein. Ich kenne es von meiner Familie, wenn ich das backe und meine Mutter und ich das essen, finden wir es echt süß und lecker. Und die Leute, die halt noch zuckersüchtig sind, gucken dann immer so ein bisschen, da fehlt noch Süße. Nein, tut's nicht. Gewöhnt es euch einfach ab. Ja, und wie ich eben schon gesagt habe, findet ihr in meinem Buch auch Wissen. Denn wenn ich zum Beispiel Rezepte über den Bulletproof Coffee mache, dann finde ich, dass dazu gehört, dass ich schreibe, was er ist, wie man ihn trinkt, warum man ihn trinkt, wie man ihn nicht trinken sollte, wann man ihn trinken sollte und so weiter. Wir haben in meinem E-Book ein anklickbares Inhaltsverzeichnis, was ich super praktisch finde, denn weil ich so viel Wissen reingepackt habe, muss man nicht die ganze Zeit zweifeln, sondern kann einfach auf das Rezept klicken und kommt schon auf den Bulletproof Coffee. Das zeige ich euch jetzt, weil ihr dieses Bild ja schon kennt von Instagram. Da muss ich ehrlich sagen, das hat Patrick geschossen. Ich habe ihm ein bisschen geholfen, aber das ist einfach auch nur wunderschön geworden. Ihr werdet die drei Bilder, die von Patrick sind, mit Sicherheit erkennen. Obwohl, da wurden schon ein paar verwechselt. Wenn wir eine Seite weitergehen, haben wir hier die verschiedenen Rezepte. In dem Bulletproof Coffee ist natürlich nicht viel drin, trotzdem sind viele Ideen dabei. Und hier haben wir Wissen. Und das geht weiter und weiter. Und dann kommt erst das nächste. Das heißt, wir haben wirklich viel Wissen in diesem Buch drin stehen und ich habe das immer mit einem kleinen Gehirn markiert. Ich finde das so toll. Ich finde dieses Design von dem Buch so schön. Den Loaded Portobello habe ich jetzt schon mehreren Leuten gezeigt und auch schon gepostet, deswegen zeige ich ihn euch jetzt auch. Tada! So sind die Bilder, wenn ich sie gemacht habe. Ich finde es auch mega, mega schön. Ich kann euch noch zwei, drei andere zeigen. Zum Beispiel hatte ich auch das Lachsfilet mit Nusskruste schon auf meiner Website gepostet. Sieht doch toll aus, oder? Mir war das super wichtig, dass meine Fotos professionell aussehen und schmackhaft und dass wir hier wirklich von Food Photography sprechen können. Natürlich würde ein richtiger Fotograf das nochmal einen Ticken besser machen, aber ich bin sehr stolz auf mich. Ich habe super viel kleine Details mit in meinem Buch. Alleine hier schon diese kleine Auflaufform, die anzeigt, welche Größe ich benutzt habe. Die ganzen Farben, ich habe extrem viel Feedback zu dem Design bekommen, aber auch zu den Gerichten selbst, dass ich mich selbst übertroffen hätte und ich bin so happy, dass ihr alle die harte Arbeit da drin seht, weil es war wirklich harte Arbeit. Ich mache nie Sachen nur halb, was das betrifft. wenn es um meine Bücher geht oder Produkte, die ich rausbringe oder um anderen Menschen zu helfen, mache ich nie halbe Sachen. Ich setze mich dahin und ich will das genauso haben, wie ich mir das vorgestellt habe. Und ich saß am letzten Abend, bevor es online gehen sollte, bis 3 Uhr nachts an diesem Buch. Es war gar nicht so einfach, ein anklickbares Inhaltsverzeichnis zu machen. Habe es aber letztendlich hingekriegt. Und dann findet ihr noch eine Lebensmittelliste, wo ihr auch Links habt. Da handelt es sich auch gar nicht um Affiliate-Links oder so. Das ist einfach nur, damit ihr die Produkte, die ich nutze, findet. Das ganze Werk hat 103 Seiten, wovon 33 Seiten natürlich Rezepte sind. Das heißt, wir haben immer ein Rezeptbild und dann den Text dazu plus das ganze Wissen. Also könnt ihr euch ein bisschen ausmalen, wie umfangreich dieses Buch ist. Plus diese wertvollen Kochtipps eben. Und ich glaube, damit wird eine Low-Carb-High-Fat-Küche auf gar keinen Fall langweilig. Auf gar keinen Fall. Und ich habe auch schon ein paar Leute, die was nachgekocht haben und begeistert waren. Auch hier blende ich wieder Feedback ein, genauso wie bei meinem anderen Buch. Und ich würde sagen, wenn ihr Back to Basic und Back to Basic habt, seid ihr auf einem richtig guten Weg. Ich freue mich natürlich auf alle, die sich Back to Basic zulegen, nachkochen, nachbacken, mir Fotos schicken, mir sagen, wie sie es finden. Und das macht mich einfach richtig glücklich, wenn Leute da draußen meine Sachen nachkochen und backen, obwohl ich ja ein totaler Kochmuffel bin eigentlich. Aber das sind so die Werke, die ich über die Jahre ja am liebsten gegessen habe oder selber am liebsten gekocht habe und auch optimiert habe auf unsere Art und Weise. Und es soll einfach ein Buch darstellen aus meinen Lieblingen, aber ich habe es auch wirklich geschafft, das in Kategorien zu unterteilen. Frühstück, Beilagen, Hauptgang, Dressings und Desserts. 5 Rubriken, 33 Rezepte. Wirklich toll. Ihr merkt, wie happy ich selbst über mein Buch bin. Oh mein Gott, ihr müsst es echt unbedingt zulegen und ausprobieren. Ja, und das war's auch schon mit diesem Video. Viel mehr gibt es zu einem Kochbuch ja eigentlich nicht zu sagen, außer, dass es wirklich hochwertige Rezepte sind, wo ich echt Hilfe von einem Küchenchef bekommen habe. Und es ist nicht... Ach, das wollte ich auch noch sagen. Ich finde... Ich möchte jetzt hier natürlich nichts nennen oder so. Ich habe in der Vergangenheit Kochbücher gekauft, die nichts mit Low Carb oder mit irgendwem von meiner Community zu tun haben. Also da hat gar nichts mit meinen, ich nenne es mal Kollegen, Insta-Kollegen zu tun. Ich habe mir früher Kochbücher gekauft, wo ich dann eine Dattel in einem Rezept benutzen musste und hatte diese ganze Packung Datteln zu Hause. Jetzt nur mal als Beispiel. Das findet ihr bei mir nicht. Ich bin ein absoluter Fan davon, dass wenn ich
ein bestimmtes Mehl in einem Brot verwende zum Beispiel, also ein Low-Carb-Mehl, dass das auch wieder zum Beispiel im Dessert vorkommt. Dass ich nicht solche Packungen zu Hause stehen habe, die nur angebraucht sind, sondern dass ich die auch für andere Rezepte nutzen kann. Das ist mir extrem wichtig. Und trotz dieser gleichen Zutaten, die immer wieder vorkommen, haben wir auch so eine Vielfalt. Das ist so eine Geschmacksexplosion und so ein Unterschied von den Rezepten her. Und ja, das war mir nämlich auch super wichtig. Ich glaube, das ist auch nachhaltig und die Zutaten für eine Low-Carb-Ernährung sind ja auch nicht immer die günstigsten. Genau, dann würde ich sagen, was ist mit diesem Video? Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachkochen und Backen. Gebt mir unbedingt Feedback. Ich freue mich so, so sehr. Alles ist unten verlinkt. Bleibt gesund. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.